Ich versuche das mit der Polarität in Beziehung zu setzen. Ich meine, wir haben hell und dunkel. Wir haben heiß und kalt. Haben wir ein Böse und nicht Böse, wenn du so willst? Oder gut und schlecht? Schau, gut und schlecht ist keine Frage deines Glaubens oder deiner Vorstellung. Alles, was Leben erhält und verbessert, danach sollte das Leben suchen. Betrachte dich also nicht als Person. Betrachte dich nicht als Mann. Betrachte dich nicht als Amerikaner. Betrachte dich nicht aus irgendeiner Identität heraus. Du betrachtest dich einfach als ein Stück Leben, was die Realität ist, nicht wahr? Du bist nur ein Stück Leben. Also, wonach strebt das Leben? Ständig danach strebend, wie es zu verbessern ist, nicht wahr? Wenn jemand wegen seiner Ideen oder seines Unsinns zuwiderhandelt gegen dieses Basisgeschehen des Lebens und die Verbesserung des Lebens, bezeichnen wir das im Allgemeinen als negativ, oder vielleicht können wir es schlecht nennen oder böse. Aber es ist nur ein Wort. Im Grunde genommen handelst du wider dein eigenes Leben. Das ist die Negativität. In diesem Zusammenhang also ja, aber nicht als moralischer Wert, denn Moralvorstellungen ändern sich ständig. Von Gesellschaft zu Gesellschaft ist es anders, von Generation zu Generation ist es anders, nicht wahr? Isn't it so? Gibt es ein Gegenteil von Liebe? Ein Gegenteil von Liebe? Ja. Gibt es etwas, das der Liebe entgegengesetzt ist? Im Allgemeinen denken wir, dass Liebe und Hass zwei entgegengesetzte Dinge sind. Aber im Grunde ist es nicht so. Sie sind nur die Kehrseite der Medaille. Du weißt schon, zwei Seiten der Medaille. Schau, du kannst niemanden hassen, mit dem du nichts zu tun hast. Du bist in jemanden verliebt und aus irgendeinem Grund wendet es sich ins Negative. Das ist ein echter Hass, nicht wahr? Ist Hass also das Gegenteil von Liebe? In gewisser Weise schon. Aber im Grunde ist er es nicht. In einer grundlegenden Weise ist er es nicht, an der Oberfläche schon. Ich würde sagen, Anhaftung steht Liebe mehr entgegen als Hass. Was ist mit Gleichgültigkeit? Du würdest Liebe und Anhaftung immer in Verbindung bringen. Liebe und Anhaftung haben nichts miteinander zu tun. Hass und Anhaftung stärker miteinander verbunden. Denn fällt es in diese Richtung, wird es zu Liebe. Fällt es in jene Richtung, wird es zu Hass. Anhaftung. Schau, in dem Moment, in dem Anhaftung in dein Leben tritt, kommt Ängstlichkeit. Sobald Ängstlichkeit kommt, folgt Furcht. Sobald Furcht kommt, wird der Wahnsinn folgen. Nun, dein Kind ist zur Schule gegangen. Es sollte um 5 Uhr zurückkommen. 6, nicht zurückgekommen, Ängstlichkeit. 7, nicht zurückgekommen, Wahnsinn. 8, nicht zurückgekommen, völlig verrückt geworden, nicht wahr? Du kannst also nicht plötzlich wahnsinnig werden. Es ist nur, dass es immer da ist. Es braucht nur eine Situation, um dich dem auszuliefern, das ist alles. Es braucht nur eine kleine Extremsituation, um dich dem auszuliefern. Es ist immer bei dir. In dem Moment, in dem du dich in Anhaftung begibst, hast du dich in den Wahnsinn begeben. Aber im Moment denkst du immer Liebe und Anhaftung. Das Wesen der Liebe, willst du eine Analogie verwenden? Liebe ist wie eine Blume, weißt du? Wenn du sie in der Hand hältst, musst du vorsichtig gehen. Du kannst nicht so machen. Sie wird in deinen Händen einfach auseinanderfallen. Du musst vorsichtig mit ihr gehen. Aber Anhaftung ist nicht so. Sie ist fest geformt. Sie ist wie eine Plastikblume. Plastik ist niemals eine Blume. Man kann es so aussehen lassen, man kann es mit Parfüm besprühen, aber es ist keine Blume. Eine Blume ist das, was blüht, nicht wahr? Plastik ist keine Blume. Wenn du also Blumen in deinem Haus hast, musst du 10-mal am Tag nach ihnen schauen. Eigentlich ist es lästig, aber es ist Leben. Wenn du Plastikblumen kaufst, 5 Jahre Garantie.
You don't have to look at it. Du musst nicht auf sie achten. It's always there. Sie ist immer da. Wenn deine Kinder sehr umgezogen sind, kannst du sie aus der Vase ziehen und sie damit verhauen. Es kommen Gäste, du kannst sie zurückstellen. Sie dient einfach allen Zwecken, vielseitig. Es ist garantiert, es ist praktisch, es ist billiger. In jeder Hinsicht ist es sinnvoll. Aber es ist nicht Leben. Das ist der große Unterschied. Das ist der phänomenale Unterschied, nicht wahr? Es ist alles, aber es ist nicht Leben. Gerade jetzt passiert dasselbe mit deinem logischen Verstand. Im Namen deiner Ideen, im Namen deiner Prinzipien, im Namen deiner Moralvorstellungen, im Namen deiner Glaubenssysteme hast du alles. Aber das Leben wird nicht verbessert. Das Leben ist enorm reduziert. Alles andere ist da. Wozu das Ganze? Bei dieser ganzen Sache geht es um Leben, nicht wahr? Ja? Hier geht es nicht um dein Auto. Hier geht es nicht um deinen verdammten Kontostand. Hier geht es nicht um deine Frau oder deine Kinder oder sonst etwas. Hier geht es um Leben, nicht wahr? All diese verdammten Dinge hast du in dein Leben gebracht, um dein Leben zu verbessern. Ist das nicht so? Ja? Deine Beziehungen, dein Geld, dein Eigentum, deine Annehmlichkeiten, deine technischen Spielereien, du hast sie in dein Leben gebracht, um dein Leben zu verbessern. Sie sind für sich genommen ohne Bedeutung. Wenn du also logisch vorgehst, vergisst du nach einiger Zeit, dass es um das Leben geht. All die anderen Dinge wirst du haben. Du wirst jeden Zierat haben, keinen Rock. Das ist eine schlechte Art, sich zu kleiden, nicht wahr?